Der Dealer, ein gerade mal 20 Jahre junger Mann, vertrieb diese Drogen übers Neben Internet. Marihuana, LSD und Haschisch, einer der größten Drogenfunde, der je in Deutschland gemacht wurde. Drogenhandel 2.0, das ist was Einzigartiges in Deutschland. Um so viel Drogen, um so viel Geld ging, das war schon erstaunlich. Und dann war es so ein junger Bursche. Es lief von Anfang an Bombe. 1A plus Zeug. Mir sind gleich zwei Zähne rausgefallen. Das Zeug f***t euch richtig weg. Scheint zufrieden gewesen zu sein. Wie wird ein Max zu Shiny Flakes? Gab nicht den Moment, wo man sich sagt, wow, wie krass ist das denn? Sondern viel eher, wow, wie krass ist das denn? So im positiven Sinne. Ein Tätertyp wie Herr Schmidt ist mir bisher nicht begegnet. Viele haben den Shop durch Suchen auf Google auch gefunden. Das ist wie Amazon. Es wurde im Voraus bezahlt, dann wurde es bearbeitet und versendet. Aber eben statt Schuhen eben Drogen. Ganz am Anfang hattest du natürlich großen Respekt davor, wie, oh Gott, vielleicht ist es wie im Film, du machst hier was und boom, die Polizei kommt. Polizei, Polizei! Ja, da hieß es dann erst 10, 20 Kilo, dann 100 Kilo. Eine Tonne, wir reden über eine Tonne. Wo ist das ganze Geld geblieben?